einen guten Morgen noch einmal vom See. Heute ist wieder richtig heiß, deswegen haben wir uns gedacht, erfrischen wir uns noch mal am Morgen ein bisschen im kühlen Nass, bevor der Hubi dann seine letzte Ölung bekommt und es dann endlich wieder auf die Straße Richtung Norden hochgeht. Viel Spaß! Wir haben für heute alles erledigt. Wir haben das Öl gewechselt und den Ölfilter gewechselt. Luftdruck haben wir nachgeprüft und dann haben wir noch was Cooles gebastelt. Das zeigen wir euch aber dann morgen. Weil jetzt ist später Nachmittag und wir düsen jetzt endlich mal los, weiter Richtung Ostsee. Von daher starten wir mal. Endlich! So, wir sind mittlerweile in der Lüneburger Heide angekommen und machen jetzt hier für heute mal Schluss. Das waren jetzt auch schon wieder knapp 450 Kilometer. Ich glaube sogar ein bisschen mehr, bin mir nicht sicher. Wir werden jetzt hier die nächsten zwei Tage bleiben und hier so ein schicker Vogelpark, den werden wir uns vielleicht auch noch mal angucken. Mal gucken, Störche sind auch schon rumgeflogen. Aber jetzt trinken wir erstmal noch das restliche Bootsfahrbier. Also nicht alles, weil da sind noch 10 Dosen übrig. Und dann lass mal den Tag ausklingen. So einen wunderschönen guten Morgen nun heute hier aus der Lüneburger Heide bei strahlendem Sonnenschein. Oder so halb strahlendem Sonnenschein. Es geht ein ziemlicher Wind und irgendwie ist es ganz schön schwül heute. Naja, von daher, bevor wir irgendwie so richtig in den Tag starten und uns mal die Gegend anschauen, machen wir noch ein bisschen Computerkram. Und in diesem Zuge zeigen wir euch auch mal noch das coole neue Gadget, das wir noch in den Bus gebaut haben, bevor wir losgefahren sind. Jo! Der Grubi erklärt. Grubi erklärt. Wir haben jetzt quasi, bevor wir losgefahren sind, aus Holzresten diese schicke Sideboard, nennen wir es mal, gebastelt. Was im Prinzip nur hier auf den Klötzchen, voilà, auf dem Regal aufliegt und zusätzlich hier noch so einen Standfuß hat. Und dann ist das ganze Ding richtig fest. Und das Schöne an der Sache ist, ich kann hier auf meinem kleinen Hockerchen sitzen, während die Babsi da hinten tun und lassen kann, was sie will. Und wenn ich mal Lust habe, etwas länger zu zocken abends, kann man das Bett vorher aufbauen und die Babsi kann sich schlafen legen. Und ich kann weitermachen. Also Resteverwertung, keinen Cent ausgegeben, jede Menge Platz generiert.
Das heißt, wir können jetzt nämlich so tun, als hätten wir ein bisschen Privatsphäre. Wir haben dann für heute genug am Laptop rumgewerkelt. Wir vertreten uns jetzt ein bisschen die Füße, aber nicht allzu lang, weil es ist echt richtig, richtig schwül heute. Von daher laufen wir ein bisschen den Feldweg entlang und dann war es das auch für heute wahrscheinlich. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir dann wieder im Hubi sitzen und es hoch ans Meer geht. Ja, von daher bis morgen. Mittlerweile wieder geschafft. Ich hoffe, man versteht uns, weil die Autobahn ist sacklaut und es windet. Wir sind jetzt quasi an dem Aussichtspunkt, wo ich vor knapp 4 Jahren auch schon war. Und zwar der Aussichtspunkt Ostseeblick, kurz vor der Insel Fehmarn. Wir werden jetzt halt noch 6-7 Kilometer fahren. Und dann sind wir an unserem Stellplatz fürs Wochenende angekommen, der aber auch, glaube ich, direkt am Meer ist. Wir werden sehen. Ich habe jede Menge Dreck auf der Linse, sehe ich gerade. Wollen wir das sauber machen. Ja, und wir werden jetzt hier mal noch 2-3 Minuten pausieren und dann fahren wir noch das letzte Stück weiter. So, ihr Lieben, wir sind mittlerweile schon von einer ganzen Weile angekommen. Hier in Süttel heißt es, glaube ich. Ich vergesse es dauernd, aber es heißt Süttel. Wir sind heute aber echt ganz schön K.O. Wir sind kurz mal zum Strand vorgelaufen, aber ohne euch, nur um mal zu gucken. Aber mehr wird jetzt heute nicht mehr passieren. Für morgen ist leider Regen und Gewitter gemeldet, also wird morgen wahrscheinlich ein typischer Bustag werden. Aber Samstag, wenn es dann wieder schön ist, dann zeigen wir euch mal den Strand hier in seiner ganzen Schönheit, weil es ist echt richtig, richtig schön hier. Da will man eigentlich fast gar nicht mehr weg, aber es wird ja bestimmt noch schöner an anderen Punkten. Aber gut, jetzt ist erstmal Abendprogramm angesagt, von daher sehen wir uns dann wieder, wenn das Gewitter vorbei ist. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe ja gestern schon kurz erwähnt, dass für heute Gewitter gemeldet ist. Aber sowas von. Ich glaube um kurz vor 7 wurden wir beide von einem ohrenbetäubenden Donner wirklich aus dem Schlaf gerissen. Also da war gerade die Gewitterzelle, glaube ich, so richtig zentral über uns. Und seitdem pisst es eigentlich permanent durch und es donnert und es ist richtig, so ein richtiger Bustag heute eigentlich. Ich zeige euch das mal kurz. Es regnet auch immer noch wie Sau, aber unser Tisch steht noch. Also war nicht so schlecht. Naja. Hoffen wir, dass es, wie gesagt, morgen dann wieder ein bisschen besser ist.
und wir dann nochmal zum Strand können mit euch. Weil wir haben ihn ja gestern schon gesehen, zum Glück. Aber naja, wir bleiben jetzt im Bus. So, Mahlzeit, wir sind mittlerweile am Ostseestrand angekommen. Wir laufen jetzt auch gerade mal eine kleine Runde und schauen uns die Gegend hier mal an. Ich kann euch schon mal sagen, weil wir waren gestern schon mal ein bisschen rumspazieren. Es ist mega schön. Also ich glaube, das ist ein neuer Spot, den wir für uns so entdeckt haben. Wir laufen jetzt mal ein bisschen am Meer vorbei. Nachdem es gestern den ganzen Tag nur geregnet hat, sind wir mittlerweile richtig froh, dass heute mal wieder ein schöner Tag ist. Für morgen ist wieder Regen angesagt. Aber das Wetter ist echt angenehm. Das hat, wie viel hat es denn? Ich glaube 20, 22 Grad. Eine leichte Brise. Voll geil. Wir laufen übrigens gerade hier diesen schönen Weg von Großenbrode zurück. Wir mussten heute nämlich noch einen Geldautomat suchen und der nächste von Südl aus war erst in Großenbrode, was Luftlinie glaube ich echt nah ist. Aber durch diese Meeresbuchten hat sich dann der Weg ganz schön gestreckt auf insgesamt 6,5 Kilometer hinwärts und zurück logischerweise nochmal auch. Also heute kommen wir eindeutig auf unsere Schritte. Richtig schön, aber die Füße schmerzen. Jetzt noch am Strand den restlichen Weg bis zum Hubi zurück, halten noch ein bisschen unsere warmen Füße ins kalte Wasser und dann ja, wird heute noch geschnitten. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, dann sind wir wahrscheinlich schon wieder auf dem Weg Richtung Schweden bzw. schon oben und werden sehen, was uns dann da noch für einen Spaß erwartet. Wir gehen jetzt zurück, wie die Babsi gerade schon gesagt hat, und kochen was zu futtern, weil wir waren jetzt 12 Kilometer unterwegs mit Birkenstock, wir glühen die Füße ohne Ende und lasst den Tag damit ausklingen. So, wie jedes Mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren. Dann seid ihr nächste Woche wieder dabei, wenn wir in Schweden sind. In diesem Sinne, mach Idiot!